Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die kostenfreie Anwendung Sky Bars Finder vorstellen. Ich denke, Sky kennen viele von euch. Das ist Premium TV, was ihr euch ganz einfach kaufen könnt. Da gibt es da natürlich unterschiedliche Pakete, zum Beispiel Movie-Pakete oder auch ganz beliebt ist natürlich Sport, mit denen man sich dann für eine Gebühr monatlich ganz einfach zu Hause zum Beispiel die Bundesligaspiele anschauen kann. Und zwar alle und nicht nur die, die im öffentlich-rechtlichen oder mal auf RTL vielleicht selten übertragen werden. Und natürlich nicht nur Bundesliga, sondern auch Champions League und alles Mögliche. Sky umfasst eine ganze Menge Sparten, Programme und nicht nur in diesem Bereich Sport natürlich, sondern auch in anderen Bereichen wie Filme, Dokumentation und noch einige mehr. Und falls man so einen Service nicht hat, weil es einem zum Beispiel zu teuer ist oder weil man das irgendwie gar nicht so regelmäßig nutzen kann, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich die Fußballspiele, das ist das beliebteste Beispiel, denke ich, in einer Sky Bar anzugucken. Und da gibt es einige in Deutschland, die das unterstützen. Ist eine ganz normale Bar, kann man was trinken, manchmal was essen und dazu halt Fußball gucken. Und damit man eine solche Bar in seiner Stadt findet, gibt es diese mobile Anwendung hier. Die umfasst jetzt hier zum Beispiel die Deutschlandkarte, ihr seht schon. Und wenn man hier so rüber sich bewegt, dann werden auch immer Daten nachgeladen. Und hier seht ihr schon, in Österreich wird auch ein bisschen was unterstützt. Ich swipe hier mal so durch. So, ja, in Frankreich jetzt nichts. Aber gehen wir mal ein bisschen auf Deutschland zurück, denn das ist eigentlich so das Interessanteste. Und wir schauen einfach mal in Dortmund. Das müsste ja hier in der Nähe sein und ihr seht auch jetzt schon, es kommen immer noch mal ein paar Sachen dazu, also manchmal je nachdem, das wird hier halt dementsprechend nachgeladen und hier seht ihr jetzt zum Beispiel für Dortmund einige Skybars und da gibt es natürlich unterschiedliche. Hier ist zum Beispiel eine, so sieht das Ganze dann aus, man bekommt hier die Adresse und kann dann auch gleich eigentlich eine Route starten, das ist ja eigentlich das Interessanteste. Und ja, hier seht ihr auch noch einige weitere. Es ist natürlich nicht überall eine, klar, aber es sind schon einige, die hier unterstützt werden. Und man hat jetzt noch so ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann oben natürlich eine Adresse suchen und eingeben. Dann findet man gleich die aus der Nähe. Man kann sie auch orten lassen. Klappt natürlich auch wunderbar. Oder man lässt sich das hier einfach als Liste anzeigen. Dann sieht das hier ganz so aus, also wie weit das entfernt ist und der Name mit Adresse und so weiter. Und man findet noch, ob das eine Sky Bar ist oder eine Sky 3D Bar. Gibt es also auch noch einen kleinen Unterschied. Und oben links kann man noch mal ein bisschen was ein- und ausschalten. Hier zum Beispiel werden jetzt meine Bars angezeigt, die man schon besucht hat. Jetzt hier alle Bars und wenn man jetzt noch mal draufklickt, nur die 3D-Bars. Also falls einem das besonders wichtig ist. Es gibt noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel hier im nächsten Bereich gibt es hier Live-Sport. Da ist jetzt derzeit nichts. Man kann hier noch auf Tabellen zurückgreifen. Zum Beispiel von der Bundesliga, der ersten Bundesliga hier. Ja, die zweite Bundesliga ist natürlich mit dabei. Champions League, ganz beliebt. Und in Österreich wird auch noch eine Liga unterstützt. Ja, auf jeden Fall ziemlich schön. Es gibt hier auf der letzten Seite jetzt noch ein paar Infos dazu, wenn man Sky zu Hause genießen möchte und halt nicht immer in die Bar gehen möchte. Ist halt hier auch nochmal ein bisschen über das Produktsortiment an Informationen. Sky Sports heißt es hier jetzt. Dann gibt es noch ein Impressum und sonst war das auch die gesamte mobile Anwendung. Wir können sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ladet sie euch einfach mal runter, falls ihr öfter mal unterwegs seid und spontan von unterwegs eine Sky Bar aufsuchen wollt, um zum Beispiel die beliebtesten Fußballspiele zu schauen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.